Hallo und herzlich willkommen bei Gräubel Yachtsport. In dieser Videoreihe möchten wir euch alle 10 Seemannsknoten, die man zum Erwerb des Sportbootführerscheins benötigt, zeigen. Viel Spaß! In diesem Video zeigen wir euch den 8-Knoten. Der 8-Knoten wird in das Endstück von Leinen gemacht. In der Seemannssprache nennt man die Enden von Leinen Tampen. Damit die Tampen also nicht aus Blöcken oder Ösen ausrauschen können, macht man einen 8-Knoten rein. Ihr nehmt also den Tampen, das Ende eurer Leine, und lasst euch ein kurzes Ende ca. 15 bis 20 cm je nach Dicke der Leine herunterhängen. Mit diesem kurzen Ende müsst ihr nun einmal um eure eigene Leine herumgehen. Das heißt, ihr nehmt das kurze Ende, geht einmal vorne über die eigene Leine drüber, geht dann wieder mit dem kurzen Ende unten um eure eigene Leine herum und geht dann mit dem Ende der Leine durch das Auge, welches sich hier oben gebildet hat, von vorne nach hinten hindurch. Und dann müsst ihr den Knoten nur am oberen und unteren Ende festziehen. Ihr könnt den Knoten natürlich auch andersherum machen. Das heißt, ihr müsst wieder mit dem kurzen Ende einmal um eure eigene Leine herumgehen. Ihr geht aber dieses Mal nicht zuerst vorne herum, sondern hinten herum. Dann, damit ihr wieder einmal um eure eigene Leine herumgegangen seid, geht ihr noch einmal vorne über eure Leine. Und dieses Mal müsst ihr nicht von vorne, sondern von hinten nach vorne das Ende der Leine stecken und wieder zusammenziehen. An der Optik des Knotens sieht man ganz gut, woher er seinen Namen hat. Hier ist deutlich die Ziffer 8 zu erkennen. Und damit ihr den Knoten besser behalten könnt, haben wir noch eine kleine Eselsbrücke für euch. Das ist ein Seemann. Dem ist kalt, also wickelt er sich seinen langen Schal einmal um den Hals herum und jetzt steckt er sich seine Pfeife wieder in den Mund. Bitte achtet darauf, dass das Ende des 8-Knotens mindestens eine Handbreit ist. Sonst kann es passieren, wenn einmal Stöße gegen das Ende der Leine kommen, dass sich der Knoten schnell selbst wieder auflöst. Sollte der Knoten noch nicht ganz sitzen, schaut euch das Video einfach wieder von vorne an. Im Anschluss zeigen wir euch noch, wofür der Knoten verwendet wird und eine grafische Erklärung, nach der ihr den Knoten ebenfalls üben könnt. Den Link zu allen anderen 9 Seemannsknoten findet ihr unten in unserer Videobeschreibung. Wir hoffen, das Video war hilfreich für euch. Bis bald bei Gräubel Yachtsport.